und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MS Meine Stadt. Heute geht es um ein Thema, was in den Medien bis jetzt leider relativ wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. Und zwar um die Ausbeutung unserer Honigbienen. Unsere rasende Reporterin Mareike Tjaden hat sich mal auf den Weg gemacht und mal herausgefunden, worum es dabei eigentlich geht. Das könnte bald vorbei sein. Rettet die Bienen, bedrohte Honigsammlerinnen, stoppt das Bienensterben. Wer jetzt denkt, dann schmier ich mir halt Marmelade aufs Brot, der hat falsch gedacht. Denn Bienen produzieren nicht nur Honig, sondern sind vor allem Bestäuber. In etwa jeder dritte Bissen, den wir zu uns nehmen, ist von Bienen abhängig. Allein in Europa würden 4000 Gemüsesorten ohne Bienen wegfallen. Am Bieneninstitut der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen haben wir nachgefragt, wie groß die Sorge ist. Ja, das Bienensterben ist eine Presseente, wenn ich das so sagen darf. Wir haben natürlich Probleme in der Imkerei. Wir haben Probleme, Honigbienen für die Bestäubung zu haben, ja. Aber unsere Honigbiene ist schon ausgestorben aufgrund der Varroa, die in allen Bienenvölkern ist. Und wenn es keine Imker gäbe, gäbe es auch keine Honigbienen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die Bienen halten. Und das müssen wir fördern. Wie entsteht denn so ein Gerücht? Ja, nun, es gab vor vielen Jahren im Oberrheingraben ein großes Problem mit Pflanzenschutz. Da sind sehr, sehr viele Bienenvölker gestorben. Und wir haben ein sehr großes Bienensterben, Honigbienensterben in Amerika gehabt. Aber Amerika ist eben nicht zu vergleichen mit Europa, erst recht nicht mit Deutschland. Und wir haben dieses sogenannte Bienensterben bei uns nicht. Den Einsatz von Pestiziden hält Mühlen bei rechtmäßiger Anwendung für unbedenklich. Brigitte Stork von Greenpeace Münster sieht das anders. Es ist so, dass die Biene also nicht mehr genügend Pflanzen zum Teil findet, nicht verschiedene Pflanzen, weil die Pflanzen in den Feldern durch Herbizide vernichtet werden. Andererseits ist es so, dass die Insektizide, also die Neonicotinoide, die Biene insofern schädigen, dass die Biene selbst ihre Futterquelle zum Beispiel gar nicht mehr wiederfindet oder auch nicht zum Stock zurückfindet oder dass ihr Geruchssinn verändert ist. Auch ihr Lernvermögen allgemein, hat man festgestellt, ist verändert. Von daher ist es höchste Zeit, etwas zu tun. Und das Einfachste ist eben, die Pestizide einfach zu verbieten. Warum eigentlich nicht selber Bienen halten? Das ist gar nicht so abwegig, denn das sogenannte Urban Beekeeping, was in Städten wie Berlin und Köln auf immer mehr Begeisterung unter den Marteschlürfern trifft, findet auch in Münster beste Voraussetzungen. Das weiß auch Thilo Meyer, der ein paar Bienenvölker auf der Universitäts- und Landesbibliothek betreut. Die These, die dahinter steht, ist, dass es Bienen inzwischen in der Stadt mitunter besser geht als auf dem Land, weil sie dort halt keine Pestizide haben, sie haben keine Monokulturen, sie haben quasi noch ein begünstigtes Mikroklima, ne, sind noch ein bisschen wärmer in der Stadt. Und es gibt halt nicht so große Trachtlücken, wie der Imker sagen würde. Ne, also es gibt mehr quasi blühende Pflanzen durchs Jahr hinweg, ein sogenanntes Nektarfließband. Also ich habe gerade ein Volk auf dem Balkon stehen bei mir, also das geht auch. Ansonsten muss man halt schauen, dass die Nachbarn nicht irgendwie belästigt werden. Also wenn es eine grobe Belästigung wäre, klar, kann es dann Probleme geben. Ansonsten sind da jetzt keine großen Voraussetzungen nötig. Um Bienen zu schützen, können wir als Verbraucher auf bestimmte Dinge achten. Dass sie nicht irgendeinen Honig kaufen, der irgendwo in der Welt produziert wurde, auch heißt kein Billighonig, sondern dass sie Honig beim Imker um die Ecke kaufen und damit eben die Imkerschaft stärken, die vor Ort ist, dass also die Imker oder Menschen interessiert daran sind, Bienen zu halten, mehr Bienen zu halten. Und wir eben auch für die Bestäubung vor Ort etwas tun. Also auch beim Honig heißt es, regional ist erste Wahl. Denn Honig lässt sich importieren, Bestäubung jedoch nicht. Vielleicht sollten wir unsere Lebensweise doch noch einmal etwas genauer überprüfen. Das war's schon wieder mit der heutigen Ausgabe von MS Meine Stadt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Oh, episch. Sollen wir das so nehmen?